Komm, hau ab, Bruder. Diese Polen, überall Rauschmeißer spielen, das ist schön. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind hier in Camp Lindford und bei uns ist der Gianni. Guten Tag. Vom Performance Floor. Und der macht bei uns Performance Floor. Er hat gesagt, die Fliesen glänzen viel zu viel für unsere Werkstatt. Deswegen werden wir das ändern. Genau richtig. Dass sie auch wieder was sehen beim Arbeiten. Ja, die sollen sich nicht von unten spiegeln, die sollen von unten genau die Wärme genießen. Genau. Ne? Obwohl wir hier Fußbodenheizung haben, in dem ganzen Gebäude, was sehr, sehr, sehr angenehm ist, aber sehr schwer zum Pflegen. Ja? Also jedes Mal, wenn wir hier einmal laufen, wenn es nass ist, so hier von hier nach da, dann ist alles hier nass und dreckig. Genau. Und auf dem Performance Floor sieht man das nicht. Genau. Schmutz fällt rein, kann ich mit dem Staubsauger wieder rausholen. Und ansonsten ganz normal reinigen, wie sonst einen anderen Boden auch. Aber okay. Ich habe weniger Reinigungsaufwand damit. Und durch die Öffnung kann Fußbodenheizung die Hitze weitergeben, ohne Probleme. Und es sieht schön aus. Ja. Ist das auch rutschfest? Ja. Das testen wir gleich. Ich schmier mich so mit Seife und dann mache ich einen Funk. Dann machen wir einen Contest, wer weiter rutscht. Und alle beide. Ich war einmal bei Gianni, habe ich die Firma besucht und. Die haben mir einen schwächeren Gabelstapler gegeben und wollten ein Rennen mit mir fahren, aber die wussten das, deswegen habe ich verloren. Aber ist nicht schlimm, der ist jetzt 2 Tage bei mir. Wartet mal ab. Jetzt kommen wir mit, ganz kurz. Also wir hatten vorher so einen Boden. Ist auch natürlich ein sehr, sehr, sehr schöner Boden, aber wie man sieht, egal was, Kratzer, nicht Kratzer, alles sieht man drauf. Ne? Also, alle Autos raus und ich freue mich auf den Boden. Das hier ist die bodenlose Frechheit und bei uns kriegt man die bodenhafte Freshheit. Bis dann. Bis gleich. So sieht's aus. Chef ist fertig für heute. Ne, jetzt Pause. Feierabend. Die Jugend von heute. Nicht mal eine Bühne können die hochgehen. Da müssen wir uns echt da rausheben. Das ja, habt ihr gesehen, habt ihr den Arbeitsschutz. Das ist nicht rutschfest. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ja, absolut. Boah. Ja, warte. Das ist das geil. Es fängt schon gut an. Deshalb haben wir ihm gesagt, das kann nicht so schwer. Ja. Alter, der Boden stinkt wie... Ja, geh weg, ich hab den gestern schon weggemacht. Ja, klar. Ein Gegenkampf. Das ist auch wieder ein Vorteil des Performance Floor, der stinkt nicht. Er war auf dem Klo und sagte, guck mal, stinkt. Ja gut, dass wir kein Toilettenpapier haben, hat er nicht gesagt. Habt ihr Dings, ein Hebeeisen? Ja. Ja, komm. Klar, wir sind Polen. Es wird lustig, wie ihr seht. Deswegen, oh, voll im Mund getreten. Cookie, du Arme. Aber die hört nicht auf. Ja, zieh jetzt die Platte. Komm. Nee, nee, geht nicht. Oh, wow, ich hab mich verletzt. Was? Nee, es geht nicht. Wo ist der Hund? Ja, hat das der drunter liegt. Der nicht. Ja, ah. Boah, schwer. Perfekt. Sehr. Ja, ich hab die. Stell dir vor, dass die kippt. Das kann ich geben, wenn er 5 Mann halten. Dann nochmal kurz zwischen. Achso, ich habe bei Facebook, bei YouTube gelesen, irgendeiner hat geschrieben, der Belzer geht mit Mitarbeitern nicht gut um. Na? Ja. Mach! Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Nein, 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 nein. Manchmal kriegen die Schläge, aber nur manchmal. Nur manchmal. Nicht jeden Tag, ne? Und das ist schon mal was wert. Manche kriegen sogar jeden Tag Schläge. Nicht bei uns, weil ich ein guter Chef bin. Und dann mach ich also, das ist so gar nichts. Jetzt fliegt er, normalerweise fliegt er damit. Nach Hause, ja, dann kann ich den wenig keinen Hunger mehr kommen. Hast du jetzt eine Geschäftswagen? Firmenwagen. Ja. Ich hab wenigstens einen. Kurze Besprechung, wir machen jetzt gleich Mittagspause, wir haben 12 oder so. Kurz nach 12, gleich kommt das Essen und dann nach dem Essen legen wir los. Ich lege mich kurz auf meine Popsofa da hinten und bin gespannt, wie weit die heute kommen. Ja, wir sind jetzt hier, so sieht das Ganze momentan aus. Wir haben ja die Planung jetzt besprochen
Andreas musste nochmal oben bleiben, der hat nochmal Kundenbesuch bekommen. Wie das Ganze am Schluss aussehen sollte, zeige ich euch jetzt mal hier. Das heißt, wir stehen jetzt hier bei den Hebebühnen, die sind jetzt hier ungefähr. Das heißt, wir haben dann hier den Platz und dann da hinten zwei Stellflächen, wo foliert wird und auch dann gearbeitet wird an den Fahrzeugen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es viele unter euch gibt, die sagen, wie kann man jetzt auf so einem Fliesenboden Performance Floor machen? Also kurz zu erklären, da war ein anderer Boden drin, den hat man jetzt rausgemacht, darunter ist der Fliesenboden. Der Fliesenboden sieht natürlich auch cool aus, das Problem ist, sobald er rutschig ist, du hast ja vorher gesehen, mich hat es schier hingehauen, also es hat nicht mehr viel gefehlt, das heißt, er ist rutschig wie die Sau. Deswegen geht dieser Fliesenboden zum Arbeiten hier nicht, aber wir werden das jetzt umändern. Jetzt kommen hier mal ein paar Vorherbilder und dann sehen wir dann nachher nochmal, kommen wir zurück zwischendurch und zeigen dann ganz am Schluss die Nachherbilder. Bis dann. Chef, arbeite! Ich halte das fest, dass das nicht kippt. Die Bühne müssen wir anstreichen hier. Oder können wir auch mit Performance Flop belegen? Können wir festschrauben. Nein, das ist kein Problem. Gebe ich dir die RAL-Nummer durch von unserem Boden, kannst die Farbe mischen, dann ist es in einem. Geht das wirklich? Geht wirklich, ja. Okay. Guck mal, bei den Sauerländern haben wir den Boden sogar passend zu seinen Aufklebern genommen. So sind wir. Wir haben nicht darauf geachtet, was uns gefällt. So, ein kurzer Zwischenstand. Ein kurzer Zwischenstand. Obwohl wir noch nicht getrunken haben. Nein, das ist der Fehler. Aber das machen wir heute Abend. Während der Arbeitszeit darf man nicht trinken. Richtig. Kein Bier vor vier. Nein, also danach, ja. Genau. Also ich denke mal heute, wir haben jetzt 17.30 Uhr, ich denke bis 9. Ja. Bis 9 ziehen wir durch, dann gehen wir essen. Einen kleinen Absacker. Das hört sich so komisch an, wenn der Pole sagt, ein kleiner Absacker. Ne? Morgen sind wir alle tot. Ja. Kennen wir von David. Hm? Ja, er kommt auch heute. Der David von Pure Energy kommt auch heute. Und das ist kein gutes Zeichen. Auf jeden Fall, ja, ein kleiner Zwischenstand. Wir haben sogar, schau mal hier, passend zum Boden, die passende Biermarke gekauft. Ja, hier rot, passt, weißt du. Wenn man so macht, fällt uns gar nicht auf, wenn der Chef hier vorbeigeht. Magic. So, läuft die Kamera? Die läuft immer noch, ja. Läuft immer noch. Also auf jeden Fall, wir machen, ich denke mal, so ein Stückchen machen wir noch heute, oder? Ja, die Hälfte ungefähr. Was ist die Hälfte? Da, wo wir sind oder da, wo die rote Maschine steht? Die bis zu dem schwarzen Schrank machen wir jetzt noch. Ein Stückchen? Die haben ja das Stückchen noch. Die haben jetzt angefangen, hier überall zu schneiden, praktisch an den Kanten. Das braucht ja am meisten Zeit. Deswegen haben wir gesagt, wir tun heute noch schneiden. Weil wenn du morgen alles komplett schneiden musst, Zahlen hier und da merken, steigen, Kopf kaputt. Deswegen machen wir jetzt hier praktisch den Teil fertig und morgen die Fläche. Dani, wenn wir heute Abend rausgehen, dann ist Kopf eh kaputt. Nein, das ist das. Da kommt der Körper erstmal auf Betriebstemperaturen. Achso, okay. Genau, richtig. Man muss den Grundlevel halten. Jetzt aktuell ist Coronavirus unterwegs und deswegen, wenn man trinkt, habe ich gehört, ja, wenn man sich von innen quasi einschmiert, geht das an einem vorbei? Also sind wir safe, auf jeden Fall morgen. Also wir sind definitiv, uns kann das nicht treffen. Ja. Also ich muss eins sagen, ihr habt ziemlich viel verschnitten. Ne? So, wenn man so Ecken und Kanten macht, ne? Ja, aber der Vorteil an dem Ganzen ist, diese Verschnitte, wenn du sagst, okay, nehmt mit, ich kann damit ja eh nichts anfangen, nehmen wir wieder, tun die malen und tun wieder neu damit produzieren. Das heißt, das Ganze ist auch noch umweltfreundlich. Recycling. Okay. Genau. Also 100% recycelbar. Okay. Genau. Und zusätzlich die Verschnitte, wo wir es da nicht mehr brauchen, die liegen schon da drüben, weil die kann man nämlich auf der anderen Seite wieder bringen. Wie beim Laminat quasi. Genau, richtig. Genau. Und die liegen jetzt da vorne und dann kann man die immer wieder als das Maximum rausholen. Aber ich kenne das mit dem Recycling, kenne ich das von den ABS-Maschinen. Wenn wir in ABS produzieren, da hast du auch sehr viel Müll. Und da kann man wirklich schreddern, Granulat und dann genau. Werden neue Platten hergestellt und wieder neu. Aber das zeigen wir in einem neuen Video. Übrigens, ja, ich fahre nächste Woche in die Produktion und da werden wir ein paar ABS-Teile bauen.
ein Fahrzeug, da muss ich schon aufpassen. Würden die auseinander machen? Ich wollte fahren, dann nur. Warte, ich muss Werbung machen. Der Georg hat mich bezahlt. Ich bin Werbegesicht für seine Firma. Ja, harter Tag heute und Tagesziel erreicht. Harter Tag, sagt er. Ja, wir sind um 1 gekommen. Wir sind um 4 aufgestanden, um 5 losgefahren, dass wir um 10 da sein können. Oh, okay. Genau richtig. Deswegen, ja, harter Tag. Tagesziel erreicht, die Hälfte haben wir. Schon geschnitten, fertig soweit. Und sieht schon mal geil aus, oder? Sehr schön. Ich freue mich wirklich. Ich bin selten, dass ich immer noch um 20 Uhr gut gelaunt bin. Ja. Ne? Obwohl ich richtig hungrig bin. Mhm. Ja? Und das ist sowieso bei mir, wenn ich Hunger habe, bin ich ganz schlecht gelaunt. Ich auch. Ja. Wir wollten zuerst selber verlegen, aber die haben gesagt, doch, weißt du was, wir machen das. Ist ja besser. Und ich glaube, das ist besser. Ja. Nein, es ist so. Das wäre wie, wenn ich zu dir sagen würde, ja, ich verliere jetzt mal oder ich mache jetzt mein Bodykit selber. Vielleicht könnte ich es. Aber es wird nachher nicht so, wie wenn du das jetzt machst. Und außerdem ist das nicht böse gemeint, aber ihr kommt aus Polen. Nachher sieht der Boden mitgenommen aus. So. Nein, der Pole sagt immer, was ich nicht kann, bringe ich mir bei. Ja. Wie man sieht, die Laune hält. Ja. Und geht weiter mit der guten Laune. Ja. Wir essen, trinken was und dann morgen geht's weiter. In so aller Frische. Bis dahin, macht's gut. Dann. Ciao. Und das sind wir auch schon wieder. Tag Nummer 2. 3. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, ich bin überfragt. Nein, 2. Ja. Tag 3 gibt's nicht. Wir werden heute fertig, auf jeden Fall. Jo. Vielen Dank für gestern. War lustig. Ja. Ich danke auch. War echt lustig und lang. Aber so viel Alkohol haben wir gar nicht getrunken, gell? Nein. Wir sind fit, seht ihr das? Komplett fit, wir hören uns gut an. Nicht irgendwie so. Nein, war lustig gestern und heute Morgen, wo ich hier reingekommen bin, habe ich gesagt, wow, das ist schon richtig, richtig cool hier. Muss ich mal sagen, ehrlich, ich freue mich richtig, wirklich. Also wir werden jetzt auf jeden Fall noch die andere Fläche hier machen. Wenn die Jungs dann schneiden, fange ich an, die Expansionsteile, die LEDs reinzumachen. Mhm. Musst du das alles rausholen wieder? Ich werde dann praktisch, das Problem ist, wenn ich die LEDs vorne vorher reinmache, ja. Dann, und wir müssen nochmal den Boden irgendwie vermitteln, okay. Dann geht es nicht mehr. Und deswegen machen wir es ganz zum Schluss. Das heißt, die Expansionsteile klimmen wir auf, rein, zu, fertig. Ja. Sehr schön. Genau. Okay. Wir bekommen hier so 2 LED-Streifen komplett durch die Halle, bis nach da hinten. Ohne die Jungs zu loben, ist schon wirklich sexy. Ohne uns zu loben. Oder nicht? Was? War das ein Lob oder nicht? Das war ein sexy Lob. Okay, vielen Dank. Man darf nicht alles loben, sonst wenn die so, weißt du, so laufen, dann irgendwann laufen die so hier. Oh, ich bin gelobt worden, weißt du, überall. Als der PVC-Boden. Und jetzt bereue ich wirklich kein Cent. Als der PVC-Boden. PVC-Boden hier. Moment, wir drehen mal, dann hat man den Boden nämlich auch mal ein bisschen im Blick, weil wir sehen bloß den nicht gemachten Boden. Und so sieht das schon viel schöner aus. Als ich den PVC-Boden weg war und die Fliesen drunter waren, ja. Die haben ja dann auch so reflektiert von dem Licht oben, von dem Polieren an. Und da habe ich noch gesagt, ey, die Leute werden sagen, oh mein Gott, wenn du doch so einen schönen Fliesenboden hast, warum machst du dir dann so einen Performance-Vorbau? So, jetzt wo ich aber den Unterschied sehe zwischen hier und zwischen da, muss ich sagen, das rechtfertigt das Ganze Gott sei Dank wieder. Ja. Nein, das ist nicht nur das. Das Problem ist, wir haben hier wirklich jeden Tag gesaugt, gewischt, keine Ahnung, ja, also wirklich, wir wollen nicht sagen, dass wir jetzt hier weniger saugen oder die Halle pflegen, aber für den Kunden ist das natürlich auch hier, guck mal, wir sind mit 2 Autos reingefahren und schon hast du irgendwelche Sandkörnchen oder was, mich regt das auf, weil das sieht nicht sauber aus. Ja. Und mit dem Boden, wenn da ein bisschen Sand ist, fällt das alles durch Und fertig. Und wenn du einmal die Woche samstags hier einmal mit einem schön Kärcher sauber machst, Dann ist alles tico-taco fertig. Ne? Weißt du, was auch Kunden haben? Die haben wir haben einen Kunden gehabt, der hat einen Porsche gehabt, sehr gepflegte Garage, hat auch sehr Wert darauf gelegt. Der hat mir ein Video geschickt, der hat einen Saugroboter gekauft und der hat tatsächlich, weil ich habe gesagt, schafft er das? Und dann sagt er, ja, der schafft das. Das heißt, er geht abends ins Bett und sein Saugroboter tut die Garage jeden Abend saugen. Ja, komplett unter das Auto. Das wird bei uns nicht funktionieren, weil hier alles alarmgesichert ist. Okay.
Stell dir vor, wenn irgendein ich stell's mir grad vor. Mitarbeiter, ja. der elektronisch gesteuert wird, ja. hier einfach so durch die Gegend fährt. Ja. Und der Sicherheitsdienst hier ja. Erstmal den Einbrecher finden muss. Ja. Nein, das wird, glaube ich, hier nicht funktionieren, weil hier ist alles so gesteuert und so weiter. Also bitte auch nicht einbrechen, der Boden. Also bis ihr den raus habt, dauert es lange. Ja. Ja, man sagt ja. immer so, zeig nicht dein Zuhause, sonst hast du Einbrecher zu Hause. Ja, schneller so. Als du denkst. Ne? Stimmt so. Deswegen hier ist A, Alarm gesichert und B, der Boden ist wirklich schwer. Und C ist ein Pole, er rächt sich. Ja, wir geben weiter, Gas. Genau. Ich helfe ein bisschen mit heute. Und zwischendurch mache ich ein paar E-Mails oder hier oben oder was auch immer. Ja, so machen wir es. Gut, okay. Bis gleich. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben den zweiten Tag und es ist 21 Uhr. Ehrlich, das ist viel besser geworden, als ich jemals gedacht habe. Nicht, weil ich jetzt gerade Gianni hier ist oder sonstiges, sondern ich freue mich wirklich unglaublich, unglaublich. Ne? Also wer so einen Boden haben möchte und aus unserer Umgebung herkommt, so in den Raum Ruhrpott und so weiter, der kann gerne sich bei uns melden oder bei Gianni, bei uns, wer auch immer. Wir machen coole Projekte, auch mit verschiedenen Designs und so weiter. Wir haben wirklich einen sehr guten Grafiker, der eure Garage, eure Halle oder was auch immer, Ausstellungsraum, Geschäfte, was auch immer. Komplett designen kann. Weil wir werden den Boden für Gianni Performance Floor hier in Ruhrpott vertreiben. Genau. Wir sind der offizielle Vertriebspartner und geben jetzt Vollgas. Und wer so eine geile Garage haben will, einfach hart drauf. E-Mail schreiben, Trommel. Alles geht. Ich sag das ehrlich, ich habe am Anfang noch gedacht, so mit der Fliese, so, wo ich dann das alles leer gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, die Leute, das nehmen die uns nie ab, dass das besser aussehen soll und hier und da. Als dann die Hälfte aber verlegt war, habe ich gemerkt, okay, das Ding, das wird knallen. Ich nicht. Nicht? Nee. Also ich habe es schon hier gemerkt. Du hast schon von da gemerkt. Das ist kein Spaß. Nur ein Stückchen, ich nur bis hier. Ich habe gesagt, boah, geil, wenn die ganze Halle so geht. Dann war wirklich meine Halle so alt. Ja. Es sah genau, alt aus. Genau richtig, wie die Fliesen. Die Halle ist nicht so alt. Ja. Ja, aber sah wirklich alt aus. Guck mal, sogar hier unsere griechische Wand. Ne? Wir haben so eine griechische Wand hier. Guck mal, alles perfekt ausgeschnitten. Viele fragen, ja, kann man den Boden zusägen? Wie mache ich das? Einfach Anzeichen, Stichsäge und dann kann man das genau. zusägen. Ohne Probleme. Stichsäge gibt es auch bei uns. Nein, Spaß. Guck mal hier. Wie alles verlegt ist, das ist ja nicht normal. Ne? Wirklich sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin stolz auf unsere Werkstatt. Wer sich die Werkstatt anschauen möchte oder so einen Boden haben möchte oder was auch immer, kommt vorbei. Die Tür ist immer offen für alle. Und ja, spätestens am 26.04. haben wir eine kleine Saisoneröffnung. Kommt vorbei, wir werden euch beraten oder schaut euch einfach die schöne Halle hier an. Ja. Ne? Und ja, ich hoffe, dass uns niemand eine Veranstaltung absagt. Aber ich würde mich freuen, wenn die stattfindet. Tausend Dank. Komm mal her, lass dich drücken. Wir wollten euch noch die Halle zeigen, wenn wir ein paar Babys hier stehen haben. Und zwar Porsche GT3 RS, unserem grünen Frosch, ja, und den Mercedes GTS, der auch auf der Gamescom zu sehen war. So, das war's hier von uns aus Kamp Lindfort. Und wir sind fix und fertig, glaub ja, mir. Ja, aber oder? Es hat sich gelohnt, definitiv. Emotionen ohne Ende. Emotionen total, wirklich.